Hallo und wieder herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gran Turismo Sport. Ah, schaut mal hier oben, ich bin fast in der Million. Geil. Und ich denke sehr, sehr stark, dass wir das in diesem Part schaffen. 1 Million Credits zu sammeln. Ich würde sagen, wir machen deswegen direkt mal hier weiter. In der Fahrschule. Haben wir ja schon über 83% geschafft. Ist ja echt nicht zu verachten, finde ich. Und ja, ich glaube, wir sind sogar letztens hier stehen geblieben. Gestern habt ihr es ja vielleicht reingeschaut. Ich hoffe zumindest, dass ihr es nicht verpasst habt. Und zwar habe ich gestern einen wundervollen Part von Super Random Wednesday hochgeladen. Wo ihr unter anderem, naja, eigentlich hauptsächlich, verdammt, schon Frosch im Hals. Wo ihr hauptsächlich natürlich das unglaublich tolle Spiel wie hieß es mal gleich? Virtual Cast, genau, Virtual Cast 2. Da konntet ihr Virtual Cast 2 sehen, was ich angespielt habe, mit dem guten VN zusammen. Und ich fand es gar nicht mal so gut. Also im Gegensatz zu Gran Turismo fand ich es sogar richtig schlecht. Aber hauptsächlich wegen dem Fahrgefühl. Hatte die Grafik und so weiter und das Schadensmodell war ganz okay. Aber das Fahrgefühl war echt scheiße. Aber wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann schaut euch den Part an. Wir schauen erstmal, was wir hier reißen können. Shit! Oh. Ich habe gerade in die Wand reingeklitscht. Das gefällt mir aber nicht. Das schaffen wir besser. Ich muss weniger Straße denken. Ich muss mehr wie Dreck denken. Dann klappt das auch. Mist! Wieder eine Bronze. Also komm, bei der Disziplin will ich zumindest Silber haben. Machen wir die Traktion ein bisschen höher. Gucken wir, ob das noch was bringt bei Dirt. Oh ja, ja. Mist! Schon wieder eine Bronze! Alter! Was geht ab? Noch einmal. Ah, einmal will ich. Ich will noch einmal. Dann tragst du nur auf 2. Dann haben wir hier noch eine Option. Pack! Noch schlechter! Alter, was geht denn ab hier? Noch einmal noch. Einmal will ich noch. Ja, das sah gut aus. Ja, Silber geht doch. Silber muss mindestens sein bei der Strecke. Yeah. Und da haben wir sie zusammen. Unsere erste Million. Sehr nice. Jo, geht doch. Würde ich sagen, gehen wir direkt in die nächste Disziplin. Wieder auf Staubpisten fahren Nummer 2. Boah, ich mag ja Dreck, ne? Also so die Dirt-Strecken, das finde ich mega geil. Sollte es noch viel, viel mehr geben in dem Spiel. Aber wer weiß, kommt ja bald noch ein neuer Patch raus. Neues Update. Da soll ja unter anderem der Singleplayer-Modus hereinkommen. Ich freue mich schon darauf. Ich freue mich sogar richtig, glaub mal. Aber bin noch nicht ganz sicher, wann das sein wird. Ob das noch dieses Jahr ist oder halt erst im Januar.
aber Silber. Das könnte ich auch in Gold hinbekommen. Da bin ich hier relativ sicher. Wir machen das mal auf Gold. Fuck! Okay. Was zur Hölle? So schaffen wir schon mal kein Gold. Ah, okay. Ah, Alter, geht das geil ab. War totaler Käse, aber hat sich echt geil angefühlt. Das war totaler Müll. Alter, was geht ab? Aber ich finde den Berg da hinten ein bisschen kacke. Der hat halt einen kleinen Bug auf ihn. Also, was heißt Bug? Einfach nur, ich kann durch den Berg hindurch sehen. Das sollte einfach so nicht sein. Es irritiert etwas. Hier. Schon wieder. Nein, der Berg ist scheiße. Ah, ja, das war Gold. Das war immer noch nicht gut. Das war auf jeden Fall nicht perfekt. Aber es war Gold. Und Gold ist besser als Silber, haben wir gelernt in der Schule. Sehr gut, sehr gut. Prima, würde mein damaliger Arbeitgeber mal sagen. Prima. So, das sieht schon ein bisschen kurvenlastiger aus, auf jeden Fall. Aber auch wieder schön im Dreck wühlen. Freut mich sehr. In der USA, mit der Toyota. Fisherman's Ranch. Scheiße. So brauche ich gar nicht weitermachen. Alter, hör auf dich zu drehen, verdammte Scheiße. Nein, gar nicht gut, gar nicht gut. Warum dreht es sich denn ständig? Ja, fick dich. Aber sehr großzügig die Zeit eigentlich. Ich darf halt nur nicht so viel Scheiße bauen. Dann würde das auch locker funktionieren. Ja, das sieht schon mal besser aus. Ja, Gold, geht doch. So sieht das aus. Yeah.
Sehr schön, wundervoll. So, gehen wir direkt zur nächsten. Also hier unten läuft es wieder ein bisschen besser mit dem Track, ne? Also... Track kommt mir anscheinend gut. Silber, okay. Ich probiere nochmal. Einmal probiere ich noch. Oder zweimal oder zehnmal. Na, das war nicht. Das war so gar nicht gut. Boah, war das scheiße. Mann, war das scheiße. Nochmal. Einmal geht noch. Oder 10. Mal leid, das hat mir jetzt ein bisschen so den Ehrgeiz geweckt. Nein. Einmal noch. Komm, ich verspreche euch, das ist das letzte Mal jetzt. Okay. Ah, das war scheiße. Ein einziges Mal. Wirklich, jetzt ist das allerletzte Mal. Einfach nur, weil ich mich so kacke angestellt habe gerade. Und? Mist! Scheiße! Schlechter als vorher. Nein, okay, Schluss, aus, Ende. Das war's. Nächste Mission. Ah, schade. Wirklich schade. Aufeinanderfolgende Kurven auf Staubpisten meistern 2. Okay. Ein Hyundai. Wir fahren einen Hyundai. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch für den Part? Ach, noch 11 Minuten. Das passt gut. Irgendwas schaffen wir noch ein bisschen was. Gescheitert. Alter, fick dich. Alter, ist nicht dein Scheiß ernst. Verdammte Dreckskarre. Komm schon, gib Gas!
Ah. Gerade noch Bronze. Ey, was für ein Scheißauto. Ohne Witz. Die Mission mache ich auch nicht normal. Was für ein Haufen Scheiße. Das Ding hat sich ja fast gar nicht steuern lassen. Aber wisst ihr was? Genau das ist der Unterschied zwischen Project Cars 2 und Gran Turismo. Bei Project Cars 2 ohne Scheiß, ich habe alle Fahrhilfen ausgeschaltet und die Autos haben sich exakt alle drei gleich gefahren. Und hier fährt sich wirklich jedes Auto unterschiedlich. So wie es eben sein sollte. So. Hab gar nicht geschaut, was für ein Wagen das ist diesmal. Alter, Kacke! Komm, ich fahr! Alter. Auch die Mission mache ich nicht nochmal. Vergiss es. Die beiden letzten Missionen waren echt purer Horror. Gut. Wir haben noch zwei Missionen. Driftübungen, okay. Buff, okay. Driften. Ha. Bin immer gespannt. Kyoto Driving Park. Okay. Was haben wir denn dann? Ford Mustang? Hm, cool. Besitze ich noch gar keinen. Hätte ich auch gerne. Muss ich mir entweder mal kaufen, weil ich bis jetzt noch kein einziges Auto in diesem Spiel gekauft. Das ist faszinierend. Aber entweder kaufen oder noch mal gewinnen. Mal gucken. Auf jeden Fall, was ich denke ich mal auf jeden Fall kaufen muss, ist halt die Chevy Cobra. Weil... die sieht nicht so aus, als wenn man die mal eben gewinnen könnte. Wirklich? Oh, das war ziemlich einfach. Okay. Von mir aus. Einfach ist gut bei solchen schweren Missionen. Gut, dann letzte Mission. Mittelabschlussprüfung. Zeitrennen. Oh nein, über eine Runde. Okay. Ah, da bin ich jetzt mal gespannt. Eine Runde Zeitrennen. 1 Minute 50. Ah, komm schon. Beeil dich. So. Und go. Wir fahren mit dem Porsche. Yay. Park! Das war echt nicht gut. Scheiße, ich glaube nicht, dass das noch reicht.
Okay. Die habe ich super genommen, aber da vorne die Ecke, die hat wahrscheinlich wieder das komplette Genick gebrochen. Naja, wird man sehen. Für diesen Part werde ich diese Mission auf jeden Fall gleich nochmal wiederholen. Weil ich möchte zumindest den Part mit einem Bonusauto abschließen, definitiv. Drück mir mal... Oh Gott, ist die Zeit scheiße. Alter. Oh mein Gott. Mal eben 8 Sekunden zu langsam. Krass. Neu. So. Gut, neuer Versuch. Na klar. Und ein neuer Versuch. Gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Okay, ich glaube, jetzt kommen die... Nee, noch nicht. Jetzt müssen die... Ja, jetzt kommen die Kurve. Ja, sauber. Sauber. Jetzt habe ich einiges an Zeit gewonnen, auf jeden Fall. Okay, sieht eigentlich ganz gut aus. Gucken, ob ich die gut schaffe. Ja, perfekt. Und weiter, weiter, weiter. Boah, drückt mir die Daumen, drückt mir die Daumen. Oh nein, 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 nein. Okay, Silber ist weg. Ah! Boah, scheiße. Boah, wie schnell mussten da fahren? Verdammte Kacke. Das ist doch nicht der scheiß Ernst. Ey, ganz knapp vor der Angst. Shit, ey. Ja gut, aber wir haben es geschafft. Sogar noch in der Partzeit. Perfekt. Und deswegen kann ich wieder mal netterweise diesen Part beenden mit einem wunderschönen Abschluss der Mittelstufen. Mittel 3 Blabla. Fahrschule. Und jetzt gibt es noch ein Bonusauto. Und deswegen sage ich Arrivederci und bis bald. Ein teures Auto.